Hallo, mein lieber Skorpion. Wir werden uns heute dein Tarot für Oktober 2022 ansehen. Mischen wir doch noch einmal durch. Kann nicht schaden. Für meinen lieben Skorpion im Oktober 2022, was kriegen wir denn da Tolles, bitte? Ersten zwei Karten sind schon da: das Ass der Stäbe und die Löwe-Karte. Wunderbar, wunderbar. Das sehe ich doch gerne. Was bekommen wir noch für unseren lieben Skorpion? Der Turm. Ja, holla Wind, was geht denn da ab? Dann haben wir noch drei der Schwerter. Ja, kein Wunder mit dem Turm, ne? Dann schauen wir weiter. Was gibt es noch für den Skorpion im Oktober? Das ist exakt das, was wir brauchen. Der Stern, den brauchen wir wirklich dringend nach der drei der Schwerter. Besser geht's nicht. So, was gibt es noch für unseren Skorpion? Einen Pagen der Münzen, kann man auch immer brauchen. Und, oh, die Judgment Card, ja. Und der Ritter der Schwerter. Hilfe in der Not ist zur Stelle. Und wir haben auch den König der Stäbe. Okay. Boden des Deckes, zwei der Münzen. Okay, mein lieber Skorpion, wir haben hier, entweder ist dir das bereits passiert oder es wird passieren. Das weiß ich nicht, ja, aber weil die geistige Welt hat keine Zeit, ja. Es gibt nur bei uns hier in 3D eine Zeit, die ist linear und in der geistigen Welt gibt es das nicht, ja. Also man kann nicht sagen, das ist passiert oder es wird sein, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bereits passiert ist, ja. Und deswegen spreche ich da in der Vergangenheitsform. Also der Turm bedeutet, dass etwas geendet hat. Und zwar ist etwas auseinandergegangen. Entweder du hast einen Job verloren oder du hast einen ziemlichen Verlust bei einer Scheidung erlitten oder du hast einen persönlichen Verlust erlitten, in dem eine Beziehung auseinandergegangen ist oder du hast vielleicht einen Menschen verloren, der einfach verstorben ist. Ja? Man kann hier viele, viele Dinge hineininterpretieren, aber definitiv war es etwas, ein Verlust, der dir sehr wehgetan hat. Der hat dich geschmerzt und du warst traurig und du hast kein Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen. Was du aber hier hast, sind zwei unfassbar tolle Karten, zwei große Arkana-Karten, die dir in dieser Situation helfen. Das heißt, die geistige Welt lässt dich hier nicht alleine. Du hast hier nämlich die Stärke und auch noch den Stern. Die Stärke sagt dir, ja, du hast die Resilienz, diese Situation zu überstehen. Du lernst resilient zu sein, du lernst stark zu sein, du kräftigst deine Resilienzmuskeln durch diesen Verlust. Und hier haben wir auch noch ganz, ganz klar die Heilung, ja, die Heilung dieser Situation. Du kommst in eine bessere Welt, ja. Also du kriegst hier, du wirst von diesem Stern geführt an eine Ressource, die du gerade brauchst. Ob diese Ressource Geld oder eine Wohnung oder ein Job ist oder vielleicht auch eine Person, die dich liebevoll aufnimmt und dir zuhört und für dich da ist, das ist ganz egal, aber es ist eine Hilfe vom Universum. Du wirst dorthin geleitet, wo Hilfe ist, ja. Und du schaffst das. Wenn also diese Situation wäre gar nicht eingetreten, wenn du nicht die Stärke hättest, das zu überleben. Noch dazu hast du hier die Löwe-Karte. Das heißt, vielleicht hast du in deiner Umgebung einen Löwen, der bereit ist, dir zu helfen. Und du wirst danach, also dieser Löwe könnte auch hier repräsentiert sein, weil das ist eine Stäbekarte. Der König der Stäbe ist der Repräsentant des Löwen auch, ja, in den kleinen Arkana. Das heißt, hier ist vielleicht eine Figur, die könnte männlich sein, ja, also könnte eine Vaterfigur sein, vielleicht auch ein Chef, vielleicht ein Onkel, vielleicht ist es sogar dein Partner, ist auch möglich. Aber diese Person ist vielleicht Löwe-Sternzeichen und die zeigt dir, wie man resilient ist, weil er hat da unten diesen kleinen Salamander. Und was kann der Salamander? Er ist resilient. Wenn da eine Katze kommt und den beißen will, dann lässt er einfach sein Schwänzchen fallen und das wächst ihm dann schon wieder nach, ja? Das heißt, du hast hier eine Resilienzkarte, ja? Doppelt sogar, zweimal, ja? Und dann hast du natürlich noch anderweitige Hilfe. Hier ist noch jemand, der könnte vielleicht ein Luftzeichen sein. Das ist jemand, der dir auch zur Stelle ist und der hilft dir, Dinge in der Vergangenheit loszulassen. Warum? Weil er hat ein Schwert, er kann die Verbindung kappen. Er kann sagen, so, ich helfe dir, das, was war, zu vergessen, die alten Verbindungen zu kappen zu diesem Trauma und frei zu werden für einen Neuanfang. Und da, wir haben hier den Neuanfang, das Ass der Stäbe. Ein Ass ist immer ein Neuanfang, ja? Und das ist ein Neuanfang, auf den du dich richtig freust mit ganzem Herzen. Man sieht das hier, die Katze wetzt ihre Krallen, sie ist schon bereit loszulegen, bereit
Zeit, etwas zu tun. Du hast hier kreative Ideen und das Ganze ist auch noch von Wachstum und Fruchtbarkeit gekrönt, weil hier wachsen auch kleine grüne Sachen raus aus diesem Stamm. Ja? Also das ist kein toter Stamm, sondern das ist etwas, was sehr viel Freude und Passion und Leidenschaft in dein Leben bringen wird. Vielleicht ist es sogar eine kreative Tätigkeit, mein lieber Skorpion. Und dann haben wir hier auch noch den Pagen der Münzen. Pagen der Münzen bringen gute Neuigkeiten bezüglich Geld. Das ist entweder ein neuer Job oder eine kleine Gehaltserhöhung oder ein Bonus. Es kommt hier etwas, ja, eine Kleinigkeit kommt rein. Das ist jetzt nichts Großartiges. Es ist auch etwas, was bedeuten kann, dass du vielleicht sparst, dass du ein Sparziel hast, auf das du langsam aber sicher hinsparst. Aber das ist eine sehr eher langsame Energie. Das ist jetzt nicht so auf einen Schlag 4 Millionen im Lotto, sondern das ist eher so, ja, ein kleiner Bonus kommt oder ein Heizkostenzuschuss oder irgend sowas. Und dann haben wir hier die Judgment Card. Etwas wird dir klar im Oktober. Etwas wird dir sozusagen, ja, gerade durch diese Situation, die hier passiert ist, ja, durch diese Verletzung und diesen Verlust, wird dir auch etwas klar. Es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Du bist plötzlich wach und sagst, aha, das ist der Grund für das alles. Das ist gewesen, ja. Also vielleicht konntest du dir vorher nicht erklären, warum das passiert ist, dieser Verlust. Aber im Oktober kommt die Klarheit, da kommt dein Aha-Moment, da weißt du dann, warum das überhaupt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und du hast hier im Oktober auch eine, ja, ein bisschen viel um die Ohren. Also es ist nicht so, dass das ein ruhiger Monat ist, ja, also passiert recht viel. Und du hast hier auch vielleicht eine Entscheidung zu treffen, ja, du wägst deine Optionen ab. Was ist denn jetzt der beste Weg für mich? Wohin soll ich denn jetzt gehen? Und vielleicht ist der beste Weg für dich tatsächlich eine Selbstständigkeit. Warum sage ich das? Wegen dieser zwei Karten, ja. Das ist die klassische Karte des Selbstständigen, der König der Stäbe. Und noch dazu haben wir das Ass der Stäbe, also ein Neuanfang mit kreativer Passion. Also einige von euch könnten vielleicht überlegen, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht, ja. Und dann werden wir zuletzt noch eine Karte ziehen aus dem Bestimmungsdeck für dich, mein lieber oder meine liebe Skorpionfrau oder mein lieber Skorpionmann. Schauen wir mal, was da rauskommt für euch für den Oktober. Für die Skorpione bitte im Oktober. Dankeschön. Wir haben hier, und das finde ich interessant, dass dabei die Heilungskarte verschoben wurde. Verliere dich nicht auf der Suche nach höheren Ebenen. Lebe dein Leben mit Freude und in der Gemeinschaft mit Freunden. Sehr, sehr schöne Karte. Also diese Karte sagt dir, freue dich über das, was ist, lebe im Moment, bleib mit Bodenhaftung auf der Erde. Denk nicht zu viel nach, vor allem nicht über das, was da in der Vergangenheit passiert ist. Was dir helfen könnte, ist Grounding. Also zum Beispiel sich auf den Boden legen. Nach dem Yoga macht man ja oft die Shavasana, da legt man sich mit dem Rücken auf den Boden und dann hat man da eine kleine Meditationspause, eine kurze. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr erdend ist. Ja? Oder auch barfuß gehen im Gras, barfuß gehen im Sand, sich mit der Erde verbinden, mit der Natur verbinden. Wenn du das irgendwie schaffst im Oktober, tue das, weil es bringt dich wieder ein bisschen down to earth und weniger, also weg von diesem ständigen Zerdenken der Situationen, ja, nicht so viel nachdenken, weil hier ist man doch sehr viel im Bereich der Sorgen und des Nachgrübelns, ja, und einfach um da rauszukommen, ein bisschen Erdung. Vielen Dank für dein Like unter dem Video, vielen Dank auch für dein Abo auf dem Kanal und ich hoffe, wir sehen uns in Kürze. Tschüss!